Da sind wir wieder bei Fast and Light. Und es sieht anders aus, weil es bei mir ist dieses Mal. Und ich habe wieder bei den langen Shorts. Bei den langen Shorts, richtig. Willkommen zurück bei den langen Shorts. Und ich habe halt ein paar Mods drin. Slipstream. So, neues Spiel. Ja, ich will nur schreiben, es war nur ein kleiner Testlauf mit dem Slug. Schiff. Ja, ich will. Ja, ich will. Ich habe ein paar mehr Schiffe. Was möchtest du? Na, ich habe auch einige, so ist nicht. Ja, was möchtest du? Ich möchte, dass du leidest. Das heißt Vortex? Oder wie? Gar nicht unbedingt. Hast du C schon bei den Schiffen? Ich habe bei gar nichts C, glaube ich. Doch. Die Tetraibern. Den habe ich selber auch noch nie gespielt, muss ich sagen. Nee, du spielst die Vortex. Vortex ist langweilig. Warum ist die langweilig? Weil es die Vortex ist. Die Vortex ist normal langweilig. Ja, ich hätte gesagt, du sollst einen Stealth Cruiser spielen, aber den hast du ja nicht. Nein, nicht, nö. Das Ding. Soltan 2. Ich weiß, ich überleg grad. Du magst die Soltan ja eigentlich, ne? Eigentlich schon, ja. Eben. Also nicht. Nee, deshalb eigentlich nicht. Vor allem, wir haben es eigentlich geschafft, wirklich so ziemlich alle so freizuschalten, dass du die hast, die ich nicht habe und umgekehrt. Das mehr oder weniger. So freundlich. Genau, den habe ich nämlich auch nicht im Mantis Cruiser. Red Tail ist lame, Vortex und so weiter. Ja, gut. Ach, natürlich die No Ether. Geht auch. No Ether. Okay. Was war das nochmal? Manpower. Ja, nee, das werde ich nicht machen. Weiter ein Esel mit Advanced, so. Das war's los. Und so weiter. Viele wichtige Daten. Das Übliche. Ja. So. Habe ich genug Power? Nö, habe ich nicht. Aber ich will erstmal den Pike Beam anschmeißen. Gut, weiterhin habe ich die Leute gar nicht benannt. Muss ich es jetzt machen? Nein, ich Equipment Crew. Einfach Dismiss. Ja. Also, ich finde persönlich die Original-Sprites von denen viel besser. Mir gefallen die auch ganz gut. Also, ja, ich finde die ekelhaft. Und? Na. Okay. Ja. Ihr wisst nicht, worum es geht. Aber es wird deutsch ausgesprochen. Markus ist krank. Ganz einfach. Es ist Krankus. Es ist Krankus. Nicht Kalkfried, Krankus. So, wo stehe ich? Ich stehe da. Bei den Engines, der Engineer. Okay, und du bist... Nein. Ich stehe bei den Engines. Du bist, ja, richtig. Du bist der Pilot. Ja. Krankus ist bei den Waffen. Ich habe heute Abend eine gelb-grüne Schwäche, tut mir leid, so. Ich aber will Waffenmeister sein. Passt alles. Dann halt so rum. Lieben Dank. Nehmen bei Schild auf 1. Wow. Mhm. Episch. Das ist insofern ein Vorteil, dass es nicht ganz so unglaublich teuer ist für dich, das zu kaufen. Ja, gut. Weil Schilde neu, Schilder als Subsystem kaufen zu müssen, ist richtig teuer. Yay, Laden. Schlechter Anfang. Ja, ist mir klar. Ich würde unten anfangen, oder? Ich habe kein Problem mit dem Hebel, aber wie du meinst. Nee, ich nehme immer... Ach, da unten geht's irgendwo mehr hin. Ja. Nee, ich fange eigentlich immer an, erst dahin zu springen. Also den ersten Sprung möglichst in Richtung von den Bösen, weil du dann wieder weg kannst. Weil später kommst du da nicht mehr hin. Jo, mach ich auch ganz gerne. Hübsch. Ja. Nein, ich werde keinen Straßenzoll. Was? Oh. Ja. Pay their toll. Klickst du drauf? Hast Trains du gut gemacht? Und so. Na ja, gut, war eine 18. Nein, ich werde keine Strafe zahlen. Klick zielstrebig auf die Strafe. Ist ja keine Strafe gewesen. So. Ja, hier. Fängt ja schon mal richtig gut an. Ja, ey, Sonne. Leide. Kam die durch ein Megaschild durch? Weiß ich gar nicht. Ja. Ah, okay. Das wird lustig.
Das wird richtig simpel. Du wartest, bis der Iron Blast aufgeladen ist, haust einmal auf die Schilde und ziehst mit dem Pike Beam durch die ganze Hülle da. Naja. Das Blöde ist halt nur, dass der Pike Beam immer so ewig braucht. Jo, geht aber. Außer. Puh. Pike Beam hat auch nur eins, ja toll. Dann werden wir jetzt halt an Feuer sterben. Oder an Rakete. Normalerweise ganz am Anfang nehme ich von dem. Du hättest. Nicht du hättest, du musst. Die Medbay. Du hast die Medbay noch an. Ah. Ja. Höf. Yeses. Es bringt dir gar nichts. Bringt mir gar nichts, ja, offenbar. Ach, ich habe wieder 2 Wochen nicht gespielt. Schon viel länger nicht gespielt. Jo. Aber es wäre, glaube ich, nicht untertrieben zu sagen, scheiße. Ich möchte neu anfangen. Irgendwie. So. Pike Beam jetzt, bitte. Ich würde sagen, schieß einfach schon mal beide vielleicht auf die Waffen. Oder einen auf die Waffe wenigstens. Naja, erst gucken, ob der trifft. Wenn der nicht trifft, wäre es ja unpraktisch so. Passt. Einfach nur genau, um die Kanone da einmal kurz zu stoppen. Mach den Iron Blast wieder an. Naja, ist dann. So, und nochmal. So, effizientester Weg dürfte dieser sein. Ja. Ist er damit auch sofort tot? Vielleicht. Nee, der ist damit schon tot. Ja, okay. Sonst hätte ich jetzt auch hier versucht, ja. Na, ja, geht ja nicht. Das ist eine Kammer weniger, oder? Nicht dieselbe Anzahl Kammern. Passt. Nö, jetzt habe ich angefangen zu schneiden, es wird zu Ende geschnitten. Passt! Spring! Nehmen und spring, bevor dich die nächste Sonne trifft. Ah ja. Store, nope. Haben genug Zeit, gehen dahin. Ja, genau. Ach, du hast Glück heute. Absolut. Und sofort wieder ein Soltan. Ja gut, aber der hat ja ganz super Schild zum Glück. Aber ein Heavy Laser. Ja. Nimm, mach den zweiten Iron Blast an, genau. Ja, so. Lass ihn aus, geht auch. Nee, nee, ich mach den schon, keine Sorge. Dafür teilt normal Schild und ich nicht. Ach. Ach, der hat Mikrobeam. Mini-Beam heißt es. Ja. So klein das Mikro. Du kannst da noch einen weiteren Raum mitnehmen. Ja. So. Ja. Und ansonsten den Iron Blast auf den Schild nochmal, oder? 5, 6, 12. Ich kann mit Raketen nicht wieder anfangen. Das Scrap ist. Ja, dann weg damit. Ein Raum zu wenig. Ja, das habe ich dir von Anfang an gesagt, dass das nicht reicht. Ja, ich habe. Okay. Dann halt so. So. Ich will Schilder haben. Ich muss Schilder kaufen. Dringend. Nebel. Nebel. Kommst du nicht zum Store? Ist mir egal. Und direkt weiter. Ich würde dir vielleicht raten. Kann ich nicht die Türen brennen? Den Sauerstoff anzuschalten. Oh. Na. So dringend brauche ich den noch nicht. Ist noch mal 72. Kriege ich alle? Nee. Nein. Vielleicht doch. Nein. Nee. Alle. Ein Blast auf jeden Fall auf. Waffen. Genau. Jetzt kannst du einen Blast auch ausmachen und dir Sauerstoff wieder gönnen, weil du hast nur noch die Hälfte.
Gönn dir. Gönn ich mir. Voll pro. Und tschüss. Jetzt, wie wär's mit... Aha. Doch logisch. Die erste kostet, weil die erste natürlich grundlegend wichtig ist. Ja. Was glaubst du, warum ich die B-Version davon auch irgendwie hasse? Nebenbei brennen die Türen immer noch? Ich denke gerade nach. Ja, tun sie. Also, die Türen jetzt selber nicht mehr, aber... Geh schnell. Yes, jo. Da kommt noch Sauerstoff dran. Hier ist auch alles sauber, okay. Wer wird denn unser Reparateur? Mach ich das? Ja, komm, mach ich das. Dem ist für nichts zu schade. Ich hätte ja Markus das machen lassen, weil das immer im Notfall der ist, den man am schnellsten irgendwie abziehen kann, ohne dass zum Beispiel das FTL-Schaden rausgeht. Gut, ja. Genau, stellen uns beide in den Schildraum. Ich meinte eigentlich Mad Baby, kam ich jetzt von... Ach, was soll's. Ich bin auch nicht noch zurechnungsfähig heute. Aber... Nicht mal ansatzweise. Ja. So, also zurück zum... Boah. Ja, ich weiß es, Markus, man hat schon recht. Ist sinnvoller. Nebenbei Crewplätze speichern und dann einfach das so lösen. Ja, hatte ich jetzt anfangs vergessen gehabt. Wenn der da fertig ist. Ja. Lass den armen, kranken Kerl arbeiten. Ja. Ganz gnadenlos. Shave. Station's shaved. Ach ja, ja. Noch mehr Nebel, noch mehr Nebel. Nochmal dasselbe. Intruders. Ah, herrlich. Drei. Mindestens. Du kämpfst mit drei Soldaten. Okay. Ja, huge. Die haben nebenbei nur 70 Leben. Also wenn du nicht rein zufällig in der Map Bay kämpfen willst, das sind vier. Vielleicht sind sogar 5. Aber ja, Mad Bay klingt gut. Ich möchte nur anfangen, verdammt. Okay. Dann halt... quasi Boom und Zoom. Kannst einfach warten, bis sie sich ja durchgeprügelt haben, weil... genau. Gehen sie in die Schilde und wenn sie damit fertig sind, gehen sie zur Medbay aller Wahrscheinlichkeit nach. Genau. Einer wartet draußen. Yep. Oder was macht der jetzt? Ach, der geht zum Piloten, okay. Aber siehst du, so, so sind die drei kein Problem. Klar, ja. Da muss man halt ein bisschen Höhlenschaden in Kauf nehmen. Zu viel. Ist schon längst einen abziehen können. Oh, okay. Es gibt. Die setzen sich Prioritäten, wie es scheint. Ja. So, sind wir fertig? Gut. Zurück. Ich verstehe auch nicht, wie man so dumm sein kann und in der Medbay freiwillig kämpft als Feind. Da würde ich noch vor der Tür warten und... Ich würde am anderen Ende des Schiffes warten, damit die da nicht so schnell hinkommen. Hm. Wie wär's, wenn Markus die Schilde repariert? Ja, der repariert gerade die Waffen noch. Ja, das bin ich. Bist du das? Okay. Ich bin gerade nicht zurechnungsfähig. So sehen wir es aber intelligenter, wenn du reparierst, weil Markus reparieren geht, dann ist die FTL auch weg. Lass. Nein, nein. Nein. Die Engine läuft selber. Also. Solange sie ganz ist. Stimmt, ja, ja, ja. Ich sag nur mal. Das NG-Schiff. So. Ja, 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 ist gut. Willst du die Maus wieder anschalten, dass ich für dich spiele? Nein, du laggst zu sehr. Ja, du auch. Ja. Mental. Ja, ja. Da kommst du nirgendwo mehr hin. Doch, da wieder. Da. Mehr Sinn. Jo.
Yay! Crew Teleporter. Just saying. Jax. Hab ich schon mal, was ich denn anfangen möchte? Ja. Pakete, just saying. Ja gut, ich habe noch meine Überschilde. Ja, und kein Sauerstoff. Auslassen. Und wir ähnlich haben wir keine Schilde. Wobei doch, ein kann ich ein von denen, genau, für die Waffe. Ich will ihn sofort auch auf die Waffe ausrichten, damit der Schuss-Supporter hingeht. Würde ich eher auf die Crew-Teleporter machen, denn wenn der Schild ist, sind die sofort da. Wobei andererseits, ja. Wenn er nicht schießen kann, macht er das Schild auch nicht kaputt. Ja, merke ich gerade selber, danke. Ja, schon geschossen, das ist das Schlimme. Aber der macht nur einen Schaden, das ist eine kleine. Wo kommt der Schild her? Du hast die Waffe gestunt, der hat natürlich sofort die Power umgedreht. Ja gut. Was jetzt quasi auch egal ist. Na? Sauerstoff ist besser, ja. Waffen wären das Beste gewesen. Ironblast, Waffen. Jo. Good Ching. Und der hat schon wieder geschossen. Was egal, es macht nur einen Schaden, wenn es den trifft. So, kann ich. Nein, ich kann mir nicht erlauben, den. So, ja. Ersticken zu lassen. Das ist nichts. Nein. Genau, reicht einfach mal noch? Die Schilde dann. Jo. Wird nicht reichen, nein. Ist egal. Bling. Weg. Das ist fast doppelt so viel, ja. Eben. So. Ich hab kein Problem mit Nebulas. Da beide Probleme, da beide Probleme. Ich hab Probleme mit dem Run. Ja, kriegst die Raketen, ich brauch die ja nicht. Hey, Reaktor-Upgrade. Brauchst du ganz dringend in dem Schiff. Ja. Ja. Und so. Du kannst dir gerne gefallen tun und dem Medbay wieder den Strom entziehen. Dann hast du auch genug Power für die Waffen. Antrieb. Oder für die Waffen, jo. Brauche ich die? Ach ja. Muss ich halt einfach mal so. Quest. Wow, das ist aber ein langer Weg, den ich hier führen muss. In 4 Runden geht's nicht weiter. Nö, also Dreieck springen. Okay. Darf ich kämpfen? Nein, darf ich nicht. Okay. Beklage ich mich hier drüber. Und noch ein Reaktor-Upgrade. Yay! Sehe ich das nur so, oder ist in dem... Nee, das ist in dem Mod, meine ich, hier dieses Upgraded the Reactor bei... Ist irgendwie die Leerzeichen kaputt? Ja. Okay. Ich weiß nicht warum, und anscheinend bin ich der Einzige, der das Problem hat, also... Seltsam. Wir haben schon Höhenschaden. Wayne. Jetzt noch mehr. Ja. Was voll egal ist, weil wir ein Superschild haben. Und ein richtiges mittlerweile. Bitte? Ja, ja. Und ein richtiges. Ja. Jo, komm, wir machen. Gut. Das sieht ganz gut aus. Kein wirklich großer Nebel. Hübsch, ne? In beiden Fällen hast du eine Strecke komplett in grün bis zum vorletzten Sprung. Mhm. Gut. Die Frage, was das für einer ist hier hinten. Ja. NG-Controlled oder NG-Controlled? Das ist hier die Frage. Kommt drauf an. Ich denke die zwei, einfach weil... Ich rausgefunden habe, dass rote Bereiche teilweise ganz gut sind. Wenn man besser ausgerüstet ist. So loot-technisch her. Ja, das schon.
Was irgendwie logisch ist, ne? Huch, Drohne, okay. Aber dafür sind eben die Civilian-Sektors bekannt. Jo. Ich kann mit Drohnen auch nichts anfangen. Free stuff. Schwupp. Kannst verkaufen, gibt Geld. Jo. Maria. Und oben. Ja, 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 ja. Was bringt mir der? 20. Na, weiß nicht, vielleicht kaufe ich mir irgendwann noch Drohnen. Ich persönlich? Ja, jetzt kann man sich's eh nicht mehr leisten. Kannst dir auch den ganzen Fuel kaufen, oder? Den was? Den ganzen Treibstoff. Jo. Du hast nämlich gesagt, dass du, den Recovery Arm dir holen solltest. Recovery. Weil für 50 Scrap, und das in einem der ersten Gebiete, das ist unglaublich viel mehr Scrap, das du kriegst. Mhm. Aber jetzt ist es auch egal. Beziehungsweise du kannst es immer noch verkaufen. Deine Entscheidung. Ich überlege gerade. Irgendeine Drohne kam ja gratis dabei. War es die Repair oder war es die Combat 1? Soweit ich weiß, ist das random. Beziehungsweise es kann eins von beiden sein. Ah, okay. Ja gut, dann. Kostet glaube ich auch nicht viel und ich hätte schon lieber Combat 2. So. Distress hast du nicht besucht. Ja gut, da könnte ich auch. Ja, kommst du nicht mehr hin danach sonst. Ja, ist gut. Alles in Ordnung, kein Stress. Boah, könnte gefährlich sein, aber... Bei unserem Glück ist es gefährlich. So, du reparierst schon, oder? Nein, das ist Krankos, der repariert. Wie es auch sein sollte. So, das bringt uns jetzt viel. Ja. Ich wäre jetzt hochgegangen, aber hey. Ja, warum? Weil mehr Sprünge. Uncle Joe's Fix-It Shop. Fix-It, Fix-It, Fix-It. Nein. Ja, du kannst ja auch nur Nein sagen. Nebenbei, das ist teurer als so. Ja, das auch. Das ist klar, das ist eine Sache, die lohnt sich in den also gerade im späteren Spiel. Ja. Hey, wenn die Upgrades das. 30 bis 35 kosten. Jo. Danger. Eine Falle. Oh nein. Dieses angespannte, voll aggressive Warten ganz am Anfang. Waffen. Ja, ja, Waffen. Weil Blaster und Krams und. So, wie mache ich das am effizientesten? Ich denke so, oder? Mehr als 4 kriegst du auf keinen Fall. Ja, das sieht gut aus. Geht einmal durch die Hauptsysteme durch. Eben. Aber das ging jetzt sehr schnell. Wie vorgespult oder habe ich hier einfach nur so einen kleinen Lag gehabt, der gerade aufgeholt hat? Ich glaube, du hast einen kleinen Lag. Okay. Weißt du wirklich, du hast das angesetzt, normal schnell das Teil bewegt und dann. Bei der Strahl durch. Nur in einer halben Sekunde. Fang vielleicht bei den Waffen diesmal an. Nee, ist eigentlich auch egal. 2.1.15 ist Tückibi 2. Mehr oder weniger knapp unter Standard. Ich weiß nicht. Nö. Kann auch schlechter sein natürlich, was du jetzt kriegst. Ich habe meinen Recovery Arm. Eben. Würde ich ja beim Zerstören mehr bekommen. Also warum. Ich verstehe nicht, warum du wenigstens einen von den beiden Iron Blasts nicht einfach auf Autofire stellst. Ja. Das sehe ich persönlich immer. Also Autofire nutze ich sehr gerne. Ist ein zusätzlicher Klick. So ein Tastendruck. Ja, 1, aber 26. Gleich. Passt doch. Alles gut. Oh. Noch ein Distress? Nein, erstmal hier hin. Genau. Du weißt, was Sache ist. Ah. Nö.
Auch wenn wir nichts davon bekommen, passt besser. Ich habe Ionenwaffen, also kann ich es damit machen. Genau. So, jo, ist gut. Ist gut, Ribard. Was? Kannst du erst hoch. Jo. Jetzt doch in die Mitte dran runtergekonnt, aber... Ja, nö. Mercenary Work, jo. Gut. Wenn's passend sitzt, jo, ist passend. Passt. Ist die Frage, kommt, geht die Quest zum Exit oder nicht? Ja. Ja, okay. Das ist nämlich nicht sicher gewesen, dass er... Joa. Sind ja nur Mantis. Das sagst du nur, weil die keinen Teleporter haben. Hätte den Teleporter, da kann einer von denen locker 2 bis 3 von den blöden Soldaten auseinander ziehen. Wenn er kampftrainiert ist. Oh nein, die bleibt weg, bis der Pipe aufgeladen ist. Do it now. Doing it now. Now. Ach Gott, das ist ein Stunbomb. Oh. No, no. Aber du kriegst alle 5 Räume damit. Jo. Ah, nach unten, in den unteren Raum. Ja. Weißt du, wo es einen Unterschied macht? Für mich, ja. Warum? Es hat insofern einen Unterschied gemacht, dass so wie du das letzte Mal den gehalten hast, du nur noch 4 Räume hattest. Ach so. Weil du nämlich, wärst du jetzt gleich hochgegangen, hättest du nämlich den Raum unten mittig verpasst. Ja, ich hätte gerne Waffe. Jane ein! Jawohl! Hm. Sehr gut. Schade nur, dass du es dir nicht leisten kannst. Doch. Da waren Waffen. Hast du was gesagt? Mit Chain ein. War Chain das mit mehr Schüssen schneller laden oder ja. War das? Ah, okay, ja. Was auch von der Ladezeit naja. Gut passt. Die Chain-Waffen finde ich ja gut. Weil. Beziehungsweise erst die Valken finde ich richtig cool, aber die kann man fast nie nutzen. Nur doch, geht's gegen Ende. Du bist leise. Ich werde nicht leise. Du klingst aber leise. Ja, gut, ich rede genauso laut wie sonst. Besser. Ja. Wahrscheinlich selber auch leiser. Ja, immer. Affekt dann, ne? Pure Olofeuer. Warum auch nicht? So. Nimm die Drohnen mit, oder? Ja, die sind. Recht nervig. Na, da hast du doch 5 Räume. Bitte? Du hast in beiden Fällen nur 5 Räume, da würde ich doch Engine und Waffen mitnehmen. Und Schild, genau. So angesetzt, ja, geht nicht. Also, gut. Du kannst heute wirklich nicht denken, oder? Hast du nur gelb? Nö. Siehst du auf einen Blick, dass du da nicht um die Kurve kommst und dann testest du es immer wieder aus. Kriege ich auch nicht beide hier, ne? Nein. Dann halt so. Was mir egal ist. Jo, gut, passt. So mache ich es dann. Oh. Oh. Können die was? Wir können nix. Wie können die den Sauerstoff wegatmen? Ja. Also der eine Hüllenpunkt, den finde ich jetzt schon wichtig.
ja, gemacht. Ja, Mr. Perfect. Glocken wäre natürlich toll, aber ist zu teuer. Gedanken oder Drohnen? Das ist hier die Frage. Oder doch? Also wenn du mich fragst, würde ich... Wenn du nur die Systeme sagst, würde ich sagen... Mind Control. Das ist zwar häufig, also es ist nicht unbedingt immer praktisch, aber allein also einfach auch preis- und energieeffizienter als die Drohnen. Jo. System Repair Drone wäre es gewesen, okay. Was, ne gut, und zu Safe Room war es auch praktisch, aber... Nö, Mind Control. Member kriegt man häufiger als Tech. Eben. Und es passt wunderbar. Ich mag den Drohnen wirklich, die sind so schön. Okay. Was magst du? Ich mag diese Hintergründe, die sind schön. Ja. Ich würde warten vielleicht, bis Markus zu Ende repariert hat. Ja. Kann ich zum Hallen gehen? So, nächster Sektor. Angela meint es. Momentan? Angie.